Hallo hola mi gente, was geht ab meine Besten? Euer Boy Elmo Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja mi gente, endlich wieder auf dem Fußballplatz. Und es geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit Abonnenten von mir. Vielleicht der ein oder andere kennt sie schon. Und zwar zu Meiten haben wir the next Neymar, the next Sancho. Issei, alles fit? Gut, ja, bei dir? Top, safe, bro, muss bei dem schönen Wetter, ja. Und Fußball, dann kann es nur gut gehen. Dann, zu meiner Rechten haben wir the next Pogba. Isaiah, ready? Ja, auf jeden Fall. Nice, ja, Jungs, endlich hat es geklappt. Wir haben euch beide da. Ich muss sagen, ich habe ein ziemlich gutes Gefühl für dieses Video. Ich glaube, das wird ein Baba-Video. Leute, zwei heftige Wonderkids. Und meine Wenigkeit Cubanito, danke auch Chris, der hinter der Kamera ist. Ich küsse doch dein Herzprofil. Vielen Dank, dass du am Start bist. Gib Gas, guck, dass die Schärfe gut ist. So, jetzt ganz kurz, Jungs, dass die Leute da draußen wissen, wer ihr seid. Ja, Isaiah, wir fangen mit dir an. Genau. Kurz Name, Alter und. Genau, ich bin 15 Jahre alt, heiße Isaiah, spiele in der U15 vom FC Basel und von der Schweizer Nationalmannschaft und spiele im zentralen Mittelfeld und ja. Ich bin auch Captain bei beiden Clubs. Okay, top. Dann, Issei, dich kennen wir schon ein bisschen auf meinem Kanal. Ja, ich habe Nationalmannschaftsspiel von dir geschaut. Challenge haben wir, ja, glaube ich, auch schon die ein oder andere gedreht. Noch ganz nochmal kurz für die Leute, die dich nicht kennen. Ja. Kurz und knapp. Hi Leute, ich heiße Issei. Ich spiele beim Grasshopper Zürich in der U16. Ich spiele aktuell als linker Flügel, aber auch kann auch als rechter Flügel spielen und spiele auch in der Schweizer Nationalmannschaft, ja. Okay. Und Isaiah, bei dir, dein ältester Bruder, der spielt bei Salzburg, ja, genau. Der Noah, da war ich auch mit dabei, bei seinem Debüt, Schweizer Nationalmannschaft. Macht das stolz, so einen Bruder zu haben? Auf jeden Fall, ja, kann immer von ihm abschauen, kann lernen von ihm und ja, auf jeden Fall. Okay, ja Jungs, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal rüber und wir gucken, ja, vielleicht Issei, seine Tricks kennen wir schon ein bisschen, vielleicht ist da ein neuer dazugekommen. Jungs, wir gucken mal, was ihr am Ball drauf habt, okay? Ich würde sagen, wir lassen einfach die Kamera laufen, ihr bleibt hier und ich spiele euch mal den Ball zu und ihr könnt selber untereinander abmachen, wer jetzt anfängt mit dem Trick, okay? Und du okay. Alles gut, muss das nervös sein, alles easy, alles locker, guck, dass die Schärfe gut ist. So, Isaiah, fangen wir an mit In-Spiel-Moves. Was machst du im Spiel am liebsten? Also, ich habe so einen Lieblingstrick. Oder gibt's da irgendwie so einen Isaiah Pogba Skill Move? Ja, so deinen. Genau. Komm ruhig ein bisschen näher, Bro. Und zwar, also soll ich dir zeigen? Ja. Und zwar den und dann, also okay. Den habe ich von Pogba und von Renato Sanchez einfach mal im Spiel gesehen und seitdem klappt der recht gut. Okay, nice. Ansonsten, gibt's sonst noch einen Trick, wo du am liebsten machst im Spiel? Ja, Übersteiger. Oder sonst eigentlich, also Roulette, aber das ist eigentlich die Klassiker. Okay, easy. Ja gut, Issei, was bei dir? Hast du irgendeinen neuen Trick, den du zeigen kannst? Immer noch Übersteiger. Ja? Ja, das ist eigentlich unsere Basic-Tricks. Okay. Die, keine Ahnung, den überspielen. Oder den, ja, nichts Neues. Wie schaut es aus in der Luft? Ah. Okay, the next sound show. Hoppala. Aha, aha. Ei. Around the world. Spacey one, nice one. Aha. Nice. Beidfüßig. Sehr wichtig im Fußball, Jungs und Mädels. Nice, Jungs, da würde ich auf jeden Fall sagen, jetzt machen wir ein paar Free-Kicks. Mhm. Ja? Mhm. Alter, wir müssen es so machen heute, wir haben leider keinen fixen Torwart, vielleicht kommt dann nachher noch ein Torwart drüber, der trainiert gerade, macht einer Torwarttraining. Und ja, ansonsten würde ich sagen, geht einfach einer von uns jetzt so, okay Jungs? Mhm. Im Auto, ja. Kuba, du hast schon krasse Schüsse, aber meine Schüsse sind die krassesten. Also komm jetzt, du Großball, komm jetzt. Oben rechts.
Gott, nächster geht rein, Leute. Ritz. Isaiah, spiel mich an den Stürmer. Isaiah, spiel mich an den Stürmer. Ich lass prallen. Und Issei schließt ab. Let's go. So geht das. Entschlossen. Und boom, mach die Dinger. Glaubt daran schnell. Let's go. Okay, Mente, spontan so ein Torwart dazu gekommen. Sag nochmal deinen Namen. Alan Omerovic. Alan, U18, FTZ. Genau. Okay, ich würde sagen, wir gucken gleich, was du drauf hast im Tor. Wie viele Saves machst du? Oder wie viele treffen wir rein? Alle. Alle? Chef Ali. Okay. So, Jungs, ich würde sagen, der Chef, hier beginnt. Spaß, ne, Jungs. Ich sage euch ehrlich, ich war schon lange nicht mehr auf dem Platz. Aber ich versuche euch zu zeigen, okay? Also am besten Ball hier nehmen. Tor oder Kaito? Kaito. Kaito? Ja, nein. Nicht? Oh, ja, ja. Der Schuss war krass, Leute. Gut. Karol, du hast auf jeden Fall Konkurrenz, Digga. MC, Bro. Jo. Come on! Let's go! Vamos! Go! Dead. So schießt man, Leute. Habt's gesehen? Ja, ja. Okay. Torwart haut raus. Er sagt, der beste Torwart mit den Füßen. Auge, 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 Auge. Okay, Mente, wir machen spontan noch Elfmeterschießen. Er sagt, alle, hältst du alle? Mindestens einen. Okay, er hält mindestens von jedem einen Schuss. Guck mal, Jungs, schafft ihr das? Nee, ne? Okay, let's go. Okay. Pokbahnlauf, Pokbahnlauf. Ist das ein Nerkel oder was? Ich glaub's nicht. Oh mein Gott! Leute, jetzt Panenka. Leute, ich hab ihn verjagt, Leute. Ballern gegen Cubanito. Mente, checkt ihn auf jeden Fall auch ab, ihr wisst Bescheid. Okay, Mente, wir werden jetzt noch eine Trickschuss-Challenge machen. Und zwar, der Chris, der ist da hinten, wird hochgehen mit seinen Beinen und wird sozusagen eine Trickschuss-Ecke machen. Genau, und da müssen wir reintreffen. Schnick, Schnuck, Schnuck. Du musst anfangen. Okay, Pogba, Sava. Okay, komm, Isaiah. So, was sagst du? Triffst du? Wird schwer, aber versuch's mal. Okay.
Oh. Okay, Issei. The Swiss Sancho, Leute. Push dich, Bro. Oh, der trifft einfach! Er trifft einfach! Jungs! Gib mir ein Ja! Ja! Okay, Mente, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos angelangt. Checkt auf jeden Fall den Next Pogba ab und den Next Sancho. Jungs, hat es euch Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Ja? Viel was gelernt, hä? Ja. Nein, ihr habt es stark gemacht und checkt auf jeden Fall die beiden Jungs ab. Sind unten verlinkt in der Beschreibung. Folgt denen, liked die Bilder und ihr wisst Bescheid. Lasst ein bisschen Liebe da, Hashtag Kuba Crew und kommentiert gerne unten in die Kommentare, wenn ihr nochmal so ein Battle sehen wollt. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns. Wollt ihr noch was sagen? Willen grüßen. Ja, ich grüße meinen Bruder Noah. Grüße gehen raus bei dir. Ja, alles gut, danke. Alles gut, keine Grüße. Wir sehen uns beim nächsten Video. No Memo. Peace.